Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge heute von Uro Live. Und zwar geht es um Min Kata und wir haben heute uns einen Fachmann eingeladen. Wir haben es heute nur mit Fachleuten zu tun. Ja, und zwar versuchen wir hier Min Kata zu lösen. Wie man hier schon sieht, wir haben die erste Seite des Min Kata Buchs und das hier ist erstmal uninteressant. Das ist mein Lösungsansatz. Und ja, mit dabei wieder Torius und heute als Gastredner oder wie nennt man das? Ist doch nicht Doktor, sondern Prof auch nicht. Wie heißen die komischen Studenten, die auf Lehramt machen da so Lehramt Faules so? Pack, Studenten, Hilfsstudenten. Kommilitonen. Das sind eigentlich meine Mitstudenten. So. Ja, da sind Kommilitonen, ja, so ein, auf jeden Fall so ein Student haben wir hier an der Hand. Einen Ui. möchte gern, genau. Also, wir versuchen heute Min Kata zu lösen und zwar auf zwei unterschiedliche Arten und Weise. Einmal mit der Vektorrechnung, wovon wir gerade schon ein wenig unterhalten haben. Wir haben keine Ahnung, also zumindest Manuel und ich nicht. Und ja, Eugen wird uns jetzt hier quasi Stunde 1 Vektorrechnung erklären. Während wir gespannt zuhören und versuchen, seinen Aus Führungen zu folgen und ja. Versuchen, unser Gehirn in dem Headset zu halten, dass es nicht an der Seite rausläuft. Genau, also nochmal zur Erklärung, Eugen, für dich. Du hast, wie gesagt, hier diese Kompassrose, ne? Die gibt es definitiv in Menkata auch. Ich denke mal, das ist der zentrale Nullpunkt. Und Menkata musst du dir vorstellen als, ja, als Welt drumherum. Also wirklich flache Welt, da ist nichts. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall kein dreidimensionaler Raum, sondern halt diese Karte hier ist zweidimensional und die wird uns auf irgendeinen Punkt auf der Karte müssen wir hin. Jetzt ist die Frage, wie? Ja, okay, dann können wir mal gucken. Warte mal, ich lösche das mal wieder. Ich glaube, das geht her, genau so. Okay, also ich denke, das Ding ist 1, das Ding ist 2, das Ding ist 3, das Ding ist 4, das bin ich mal so um. Und dieses V soll einfach die Menge aller Basisvektoren sein, die spannt dann die gesamte Ebene auf in dem kartesischen Produkt. Und wir haben hier jetzt halt 1, 2, 3 und 4 Vektoren, gehe ich mal von aus, wobei da drin Zahlen sind, das heißt 3, 6, 0. Das bedeutet, es können auch drei Vektoren sein, das heißt dreidimensional in, nennen wir mal das Ding n. Und das Ding, ich mache das mal ein bisschen mathematischer. Du kannst auch schreiben, ne? Du hast da auch. Ja, sagen wir mal, klein v ist Element von den natürlichen Zahlen und die natürlichen Zahlen sind in einer dreifachen oder beziehungsweise dreidimensional oder vierdimensional irgendwas. Und das bedeutet, jeder Vektor ist dementsprechend auch dann drei- oder vierdimensional, je nachdem. Das gilt es jetzt rauszufinden, denke ich. So, das heißt, wir machen hier unser kartesisches Produkt, das ihr aus der Schule kennt, genauso ähnlich. Dann legen wir das Ding hier noch vielleicht in die Richtung. Und die vierte könnte jetzt eigentlich beliebig sein. Die könnte hier hin oder hier hingehen. Das ist Wurst. Das könnt ihr jetzt halt für euch entscheiden, wie ihr das haben wollt. Ich lasse es mal dreidimensional. Und das Ding setzt sich jetzt halt zusammen aus. Also der komplette Vektorraum V könnte jetzt sein, weil ich hier eine 3, 6, 0 habe, dann könnte das eine Menge sein. Aus dem Vektor 3, 6 und 0, aus dem Vektor 5, 5 und 6. Und dann haben wir noch die 4 und die 2. Und dann die 4, die 2 und die 0. Das ist halt der komplette Vektorraum. Und jetzt müssen wir halt erstmal gucken und feststellen, ob diese Vektoren alle voneinander linear unabhängig sind. Das bedeutet, wenn die voneinander alle linear unabhängig sind, dann können wir keinen einzelnen Vektor durch andere Vektoren, durch zum Beispiel Addition, Subtraktion oder die skalare Multiplikation erzeugen. Und wie man das macht, ist, das erkläre ich euch jetzt. Nehmen wir mal zu. Das ist, glaube ich, falsch geschrieben, Manuel, ne? Das müssten ja der Brüche sein, ne? Das sind keine Brüche, Also, nein.
Das sind Koordinaten. Wird das so geschrieben? Das sind Koordinaten. Ah, okay. So, und das Ding, ist es egal. Das Ding könnt ihr so schreiben. Also ich nehme mal dieses Ding hier und schreibe das mal um in eine Art, die ihr vielleicht kennt. 3x6y0z zum Beispiel, wobei 0z würde jetzt wegfallen. So kann man das Ding auch schreiben. Ja, das sind also Koordinaten. Das heißt, ich würde hier bei dem Beispiel, mal angenommen, das ist x, das ist y und das wäre z. Ja, man kann es auch benennen, wie man will. Dann würde ich jetzt 1, 2, 3 nach x gehen. Hier, dann 6 nach y, also irgendwo hier. Und 0 nach z, also nirgendwo in Richtung z. Das heißt, wenn ich jetzt 3 hochgehe, dann bin ich bei dem Punkt hier irgendwo. Und wenn ich dann 6 nach y gehe, das heißt in die Richtung, dann bin ich in dem Vektorraum irgendwo hier an dieser Stelle. So. Darf ich kurz noch unterbrechen? Ja. Ich glaube eher, das ist zweidimensional. Also nein. Mit Höhen haben wir da nichts zu tun. Wir haben hier, auf der Karte. Wir haben hier den ersten, die erste Richtung. Da geht es in die zweite und hier geht es in die dritte. Wenn wir jetzt noch einen vierten Vektor hätten, ja, der vierte Vektor könnte beziehungsweise in eine andere Richtung gehen. Ja, dann hätten wir zum Beispiel statt Z noch irgendwie N oder M und der könnte dann hier hingehen. Ja, oder wo auch immer. Deshalb habe ich auch nur 3 genommen, weil wie gesagt, wir haben hier die Angabe von 3, 6, 0 jeweils. Das sind immer nur halt für die Richtungsangaben, wie weit wir halt da hingehen. Und einer von denen, oder das ist halt mein Lösungsansatz, könnte halt sein, dass der sich aus diesen dreien bilden lässt. Ja, dann hast du, jetzt, gehen wir mal davon aus, dass diese, dass das hier Entfernungen sind vielleicht, die 360, ja? So, du hast, was du jetzt ja gemacht hast, du bist ja aus mit dem vom Wert 360 ausgegangen und hast den halt in dieses Koordinatensystem reingeschrieben, ne? Wie kriegst du jetzt aber die Gradzahl dieser Kompassrose, diesen Pfeil mit da rein? Der ja als Richtungsangabe irgendwo auch zählt. Die Idee wäre folgendes, dass man von diesen Vektoren den Schnittpunkt oder die Schnittpunkte berechnet. Das hat dann mit Polynomdivision zu tun. Ja, ich mache das mal hier weg. Das nehme ich auch mal weg. So, das hat dann mit Polynomdivision zu tun. Dann bekommt ihr nämlich in dieser Ebene, die ich vorhin angezeigt habe, also hier zum Beispiel nochmal etwas kleiner, durch die Polynomdivision den Schnittpunkt. Das heißt, wo sich diese Vektoren schneiden, da entsteht ein Punkt. So, oder eine Linie oder mehrere Punkte, wenn sie sich jetzt beispielsweise an mehreren Orten schneiden. Und ja, dann sieht das Ding dann so aus, dass wir zum Beispiel hier haben 3x, 6y und 0z und dann haben wir darunter 5x, 5 beziehungsweise, sorry, 5x, 5y und 6z und dann darunter wieder 4, 4, 2 und wieder 4, 2 und 0. So, und dieses Ding müssten wir jetzt mit durcheinander teilen. Ja, das geht nach dem, zum Beispiel nach dem Gauss-Verfahren oder nach dem Horner-Schema. Das ist jetzt Matrizen. Das heißt, das ist nach Gauss, dann habt ihr eine Matrize hier. 3, 6, 0 und 5, 5 und 6 und die 4, die 4, die 2 und die 4, die 2 und die 0. Und das ganze Ding hier muss hier noch einen Lösungsweg geben. Das heißt, ich gucke mal hier zum Beispiel, ob das Ding alles 0 ergibt. Könnte ja sein. Aber normalerweise tut das nicht. Normalerweise haben wir hier noch eine weitere Zahl, die sozusagen dann das Ergebnis liefern soll von denen hier. Und wenn man das dann Ganze berechnet, nach diesem Dreiecksmuster, ungefähr so, dann bekommt ihr für x und y und z jeweils hier dann
an der komplett rechten Stelle den Wert angezeigt. Ja, das heißt, dann wisst ihr, wie viel man mit, also 3 mal x plus 6 mal y plus so und so viel mal z gleich 0 ergibt. Ja, mit welchen Zahlen man das multiplizieren kann. Und das für alle. Und wenn ihr die dann einfach folgt, bekommt ihr einen Punkt. Und das wäre dann das Ergebnis oder die Lösung für diesen Vektorraum. Bevor ihr das aber machen könnt, müsst ihr herausfinden, wie gesagt, ob diese Vektoren alle linear unabhängig sind. Weil wenn sie es nicht sind, könnt ihr einen Vektor von anhand der anderen Vektoren halt darstellen und der würde dann wegfallen. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal aus dem R2, das kennt ihr bestimmt. Das ist R2D2? Nee, das ist das hier. Das ist halt aus der Schule da ganz simple, eine ganz Diagramm. Simple Ebene, genau. Und das ist halt ein kartesisches Produkt aus zum Beispiel A kreuz B, wo A und B Elemente aus R sind. das kann ich sogar, dem kann ich sogar noch folgen. So, und jetzt ist es halt so, wir können anhand, ich mache mal ein Beispiel, 1 und 0, ja, und 0 und 1, das sind die Basisvektoren des zweidimensionalen Vektorraumes. So, ich lösche mal wieder ein bisschen, dann wird das, glaube ich, ein bisschen übersichtlicher. Das Schlimme ist, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und das Ding weg hier. Ja, das hatte ich auch irgendwann mal vielleicht unter Umständen gehabt und habe es dann sofort wieder verdrängt. Ah, nein, jetzt habe ich die Grafik rausgelöscht. Ja, kommt neu, habe ich hier. So, okay, machen wir das Ganze nochmal. Also wir haben jetzt ein V aus halt bla und hier haben wir unser X und Y und wir haben ein A und ein B und die beiden sind Elemente aus R Quadrat, was gleich unser Vektorraum ist. So, dann haben wir die Vektoren 1 und die 0 und die 0 und die 1. Und diese Menge spannt den kompletten Vektorraum auf. Und wenn diese beiden sind jetzt miteinander bzw. linear unabhängig, weil wir können weder diesen Vektor noch diesen Vektor durch Multiplikation, Subtraktion oder Skalarmultiplikation darstellen. So, ich mache mal ein Beispiel. Mal angenommen, ich nehme den ersten Vektor a mal 1 und 0. Plus b mal 0 und 1, r ist gleich zum Beispiel 2 mal den ersten Vektor, also hier eine 2 und hier eine 2, dann hätten wir den neuen Vektor 2, 2. Ja, und den könnten wir auch wieder in diesem kartesischen Produkt, also in diesem Vektorraum darstellen. Das heißt, ich würde dann 1, 2 hochgehen und 1, 2, dann wäre der Punkt hier. Ja, das wäre dieser Vektor, den wir hier durch erschaffen haben. Und wenn wir jetzt hier diese drei Zahlen nehmen, 3, 6, 0 und bla bla, dann denke ich mal, ist es dreidimensional. Und einer der vier lässt sich dann durch die anderen drei darstellen, durch eben eine solche Verknüpfung. Ja, das müsstet ihr dann erstmal herausfinden, wenn ihr das habt. Könnt ihr dann durch das Horner-Schema und durch Gauss-Algorithmus lösen und dann bekommt ihr einen Punkt irgendwo im Raum. So würde ich mir das denken. Irgendwo ist gut. Ja. Irgendwo da drüben. Ja, so in etwa. So, das war jetzt der wissenschaftliche Teil und jetzt kommt der praktische Teil. Also jetzt kommt der praktische Theorie in die Teil. Praxis. Von der Theorie in der Praxis. Ich mache das mal hier weg. Und zwar habe ich mir das, wie gesagt, so gedacht. Es wird wohl mathematisch auch lösbar sein, aber wir hatten ja jetzt letzte Woche den Kollegen Johannes mit dabei. Und der hat ja auch gesagt, dass sich das hier, diese gesamte Welt, meinte er wohl, hat mit Vektorrechnung zu tun. Ja,
gehe ich mal von aus, dass man das auch per Vektor berechnen kann. Ich kann es nicht. Das will einfach so mal so gestehen. Aber Eugen, wenn du Spaß dran hast, kannst du das ja mal eben mit Stift und Zettel mal ausrechnen. Allerdings fehlen da noch ein paar Seiten. Ja, und ich mache jetzt mal hier die Lösung, die ich mir so vorstelle, was es denn sein könnte. Und zwar gehen wir hier von dem Nullpunkt aus. Das ist, wie gesagt, in Mincata dieser zentrale Käfig. Und ich habe mir da mit Photoshop mal so eine, beziehungsweise was heißt Photoshop, ich habe es mir aufgezeichnet und eingescannt. habe mir da mal so eine Kompassrose gezeichnet und die einzelnen grünen Pfeile auch hier dargestellt. Ich habe das jetzt mal hier in Millimetern gemacht. Bin davon ausgegangen, dass das eine Entfernung ist. Wer hat das jetzt gelöscht? Niemand. Bin jetzt mal davon ausgegangen, dass das eine Entfernung ist. Und warum ist es jetzt nicht mehr durchsichtig? Du musst es ein Layer runterschieben. Wie mache ich das? Auch schon mal gemacht. Rechts auf, bring send to back. Send move backwards. Send to back. So. Ah ja, genau. So, wie gesagt, dann habe ich mir das mal da so drauf gemalt und ich gehe jetzt mal ganz schwer davon aus, wenn ich das jetzt mal so übernehmen würde, ne? Also das ist der zentrale Punkt und ich lese von links nach rechts und auch wieder von links nach rechts, dann wäre mein erster Punkt quasi hier. Das sagt mir diese 360, wenn ich das jetzt als Entfernung sehe. Das könnte man theoretisch gleich mit deiner Rechnung überprüfen. Und ich würde jetzt einfach sagen, das ist der erste Punkt, den ich zu laufen habe. Und meine Uhr klingelt. So, das wäre jetzt mein erster Punkt, den ich jetzt zu laufen habe. Dann würde ich auf den nächsten gehen. Das heißt, ich nehme meine gezeichnete Kompassrose wieder, lege sie quasi an dem nächsten Punkt an. Und gehe dann die 556 in diese Richtung. Das heißt, hierüber. Der theoretische Wert würde dann hier wieder den nächsten Punkt haben. Und dasselbe Spiel weiterführen. So. Auf 442 in diese Richtung. Also hierüber. So. Und dann die 420 als letzter Punkt quasi von hier darüber und wäre dann quasi hier. Das müsste dann ja bedeuten, das wäre dann der Weg, den ich zu laufen hätte, um quasi die erste Seite zu lösen. Theoretisch würde das bedeuten, dass von dem Vektorpunkt halt diese, wenn ich das so verstanden habe, wie du das meintest, Eugen, diese rote Linie wäre dann quasi der direkte Weg, der ausgerechnete. Wäre dann dieser Punkt, wenn du das alles ausrechnen würdest. Genau. Ja, nicht diese Linie, sondern der Punkt dann am Ende dieser Linie irgendwo. Ja, also dieser wir sprechen dann halt von dieser Position wäre dann quasi der Punkt, den du über die Vektorrechnung dann errechnen würdest. Theoretisch, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das hier vielleicht eine also quasi, wenn das jetzt hier dieses XY-Koordinatensystem wäre. Theoretisch. Rein theoretisch, ja. Also so sehe, also das ist jetzt meine grafische Lösung, wie ich das jetzt, wie gesagt, das müsste man mal probieren in Game, ob das wirklich so läuft. Aber das wäre jetzt so mein Lösungsansatz, dass man, weil das macht auch mehr Sinn von der Geschichte her, von wegen Navigation und aber dass dieser direkte Weg, dass man das vielleicht über Vektor ausrechnen kann, durchaus, warum nicht? Das Ding ist,
Es ist hier ein wenig, es ist nicht eindeutig hier. Warum das nicht eindeutig ist, kann ich euch sagen. Ihr habt ja vier von diesen Dingern. Ich habe gesagt, entweder ist das Teil vierdimensional oder dreidimensional. Also wenn das Ding dreidimensional ist, dann muss einer von diesen beiden ja wegfallen. Wenn die jetzt aber linear unabhängig sind, dann könnte man auch daraus schließen, dass mal angenommen wird, dass wir den, den und den haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und jetzt mache ich mal wieder Gauss. Ja, dann haben wir das hier. 3, 6, 0. Hier mache ich ein Strich hin. So, dann 4, 4, 2. Und 4, 2, 0. Und das ergibt 5, 5, 6. Zum Beispiel. So, jetzt könnte der hier aber auch nicht das Ergebnis sein, sondern das Ding hier. Das Ergebnis könnte zum Beispiel die 1 sein oder die 2 oder die 3. Ja? Das heißt, wenn ich das Ding hier jetzt lösen würde und ich würde für x, y und... Ergibt das hier 5, 5, 6? Das weiß ich nicht, das müsste man nachrechnen. Ja? Das heißt, ich müsste jetzt alles halt so berechnen, dass es dann wirklich diese Zahlen ergibt. Ja? Und wenn man das gemacht hat, bekommt man, wie gesagt, einen x-Wert, y-Wert und einen z-Wert. Und dann könnte man diese x- und y-z-Werte in dem kartesischen Raum darstellen. Das heißt, du könntest dann sagen, jetzt gehe ich so und so viel hoch nach x, dann so viel in Richtung y. Ja, zum Beispiel hier 2 hoch und dann von mir aus 4 nach y und so. Und dann zum Beispiel noch 7 nach z, dann wäre der Punkt irgendwo hier. Ja, das wäre dann... Also theoretisch wäre das sogar machbar. So, ja, eigentlich. Und das müsstet ihr halt dann mit Gauss rechnen. Nur wie gesagt, das ist nicht eindeutig. Das heißt, man müsste jetzt irgendwie schließen können, sollen, was das Ergebnis hier ist. Ja, und weil das hier irgendwie ineinander zeigt, habe ich jetzt einfach gesagt, das ist das Ergebnis. Das könnte aber auch genauso falsch sein. Kannst du das mal eben ausrechnen? Oh, wenn ich noch genau weiß, wie das geht, ja. Ansonsten muss ich nachgucken. Das ist schon was länger her. Also nach Gauss, wir müssten... Ja, also wenn ich das mal so sehe, wäre das theoretisch... Ich kenne nur Gauss-Gewehre. Es könnte machbar sein. Ja. Also wenn ich mir das so angucke, so von dem, gut, es kann jetzt auch nur ein Zufall sein, ne? Aber die beiden Punkte hier liegen nicht allzu weit auseinander. Ja. Wenn ich das rechnen würde, dann würde ich das Ding aber hier hinschieben und das Ding nach oben. Warte mal, das schaut das groß nach klein runter, oder was? Nicht groß nach klein, sondern wie du es rechnen kannst, wie es angenehmer zu rechnen ist. Und bei Gauss ist es so, dass du die Zeilen verschieben kannst, weil dadurch wird der Wert ja dann nicht anders. Aber es hilft zu rechnen. So, das Ding mal weg und das Ding mal weg. Und dann nehmen wir mal, wo haben wir die? Genau, 4, 4, 2. 4, 2, 0 und dann haben wir die 3, 6, 0 und logischerweise muss das Ding hier dann auch wieder angepasst werden, so 4, 4, 4, 2 wäre zum Beispiel, warte mal, das ist jetzt auch wieder willkürlich hier gewählt, ja, also 5, 5, 6, okay, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir x und y und z voneinander isolieren. Das heißt, ich muss die hier minus rechnen. So, um halt, damit die 4 hier oben sozusagen alleine dasteht. Ja, und die hier verschwindet. Dann muss ich das hier irgendwie mit irgendwas multiplizieren. Ja, und wenn ich das mache, dann sage ich hier einfach, ich benenne es nochmal hier so um. 2 und das ist die dritte. Jetzt sage ich hier, bei der ersten Zeile, die werde ich immer stehen haben. Ja, so und jetzt gucke ich, dass die 4 hier unter der 4 wegkommt.
So, dann muss ich die oberste mal minus 1 rechnen. Dann habe ich hier nämlich die oberste, also die unterste, mit der obersten mal minus 1 gerechnet, habe ich hier dann eine 0. Dann hier habe ich dann minus, also 4 minus 2, bleibt die 2 stehen. Und die 2 minus 0 ist halt 0. Das bleibt so. Dann haben wir schon mal die 4 hier über. So, und das Ding verändert sich jetzt nicht mehr. Und jetzt halt die oberste. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich hier auch die 3 wegbekomme. Das heißt, wie, ob, mit was muss ich das Ding multiplizieren, damit die 3 wegkommt hier? Moment. Ach, das ist jetzt ein bisschen blöd. Du bist der Experte. Denk dran. Ja, das ist ein bisschen länger her, dass ich das gemacht habe. Ich müsste mir das eigentlich wieder nochmal angucken. Ich will die 3 weg haben. Und die 4. Okay. Die ist oft rumzuzeichnen, Manuel. Ja. Machen wir mal auch mal minus 1. Dann habe ich nämlich 4 minus 1. Also 4 minus 3 sind 1. Dann bleibt die 1 immer noch. Wenn ich negativ kann ich auch nicht gehen. Ich glaube, das ist in diesem Fall hier nicht lösbar, weil wir, wie gesagt, dass das Ding hier falsch sein könnte, dass das, das nicht das Ergebnis ist, sondern auch noch irgendwo hier mit rein muss in die Spalten. Ich würde aber vorschlagen, ich gucke mir das bis morgen nochmal an, um ganz sicher zu gehen, um auszuschließen, dass das hier richtig gerechnet wurde. Weil normalerweise dürften wir die erste Zeile, die wir festgelegt haben, nicht verändern und müssen die mit den anderen Zahlen immer multiplizieren, sodass wir dann diese Stelle hier 0 haben, diese Stelle. Und dann verrechnen wir diese Zeile mit der, sodass hier dann eine 0 entsteht. Ja, dann seht ihr auch schon, was geschieht. Dann haben wir nämlich, beziehungsweise hier das Ding bleibt dann stehen, also nicht 0. Moment. So. Dann haben wir hier irgendeine Zahl. Ja, und die Zahl verschwindet. Und dann haben wir nur noch die Zahl hier. Dann haben wir eine Art Dreiecksschema, sodass wir dann hier die Nullen überall haben. Also hier haben wir dann eine 0, hier haben wir 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 eine 0. Und dann können wir sagen, okay, dann haben wir als Beispiel für diese Zeile, dann hätten wir hier 2y ist gleich 5 geteilt durch 2, dann hätten wir y gleich 2,5 wäre der Wert im jetzt sozusagen kartesischen Produkt, den wir halt dann gehen müssten in Richtung Y. Wie gesagt, ich gucke mir das bis morgen nochmal an. Und sonst würde das heißen, alles miteinander verrechnen und gucken. Das wäre, es würde ein bisschen Zeit kosten, um alle vier, wir haben 4 Vektoren, 4 hoch 4 wären, 4 mal 4 sind 16, mal 4 und das Ganze dann nochmal mal 4 und das wäre dann die Häufigkeit, wie viel wir das miteinander verrechnen könnten. Da ist ja durchaus noch was zu tun. Bis genau, morgen. Also wie ihr seht, habt ihr sehr viele Möglichkeiten, das miteinander zu berechnen. Ja gut, wir sind auch schon an der magischen Grenze halbe Stunde angekommen. Halbe Stunde Gelaber, hey! Das soll es auch erstmal gewesen sein. Es ist eine etwas seltsame Folge heute. Es ist viel wissenschaftlich, viel Mathematik, aber das ist halt so die Problematik, die wir gerade in Minkata haben. Da muss man sich halt auch mal professionelle Hilfe holen. Wieso tut ihr euch das überhaupt an? Habt ihr keine... es gibt die Möglichkeit, dass wir uns das im Internet angucken. Wir können ja spoilern, das ist ja nicht das Problem. Naja, aber das ist nicht, ne, the Kerbal Way. Man muss das halt auch mal so rauskriegen, weil ja, es bringt ja nichts, wenn wir das irgendwo abgucken. Also wie gesagt, wir haben jetzt zwei Lösungsansätze, grafisch und rechnerisch, und du kannst das ja mal so rechnerisch ausklamüsern, wo dann dieser Punkt dann liegen würde.
Und ja, dann würde ich sagen, nächste Woche werden wir das Ganze dann mal auf Mincata dann ausprobieren, beide Lösungsansätze. Und ja, dann danke fürs Zuschauen, auch wenn es ein bisschen langweilig war, diese Folge, aber das musste mal sein. Das ist Mincata, das beschäftigt uns, wir schlafen schlecht und Angstschweiß, Zustände und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Auf wieder, tschüss. Dann wieder online. In Grafik. In Grafik. Und bunt. Und bunt.